bin hier gerade bei Verstappen, Alter. Was, was der noch nicht weiter aufgeholt hat, das irgendwie... Was macht der hier? So, mit Gelb jetzt einfahren und mit Gelb durchfahren. Das ist der Plan. Verstappen ist irgendwie langsam. Vielleicht hat er auch Probleme mit dem Auto oder so. Keine Ahnung, was bei dem los ist. Wenn ich das wirklich schaffe, mit Rot einmal noch an die Box, dann könnte ich wirklich richtig weit noch kommen. Das wäre echt cool. Das wäre richtig cool. Weil ich bin jetzt gerade schon die ganze Zeit am Überholen. Und die waren teilweise jo, noch doch, gar nicht also in der Box. Ich sagen, ich probier. Ja, doch, also würde ich sagen, probier das. Hört sich gar nicht schlecht an, ja. Wenn das so funktionieren sollte, dann probier das, mach das. Ich muss gerade überlegen, wann ich dann an die Box müsste ungefähr. Boah, fuck, Alter, ich hätte mir fast den Frontflügel abgefahren. Weil hier Platz 19 vor mir wieder nicht so geil Platz gemacht hat. Aber nur fast, Leute. Müsste sich ja, doch eigentlich über meine Box bald melden, eigentlich. Eigentlich schon, wie lang hält ein Rot? Ungefähr. Wenn man so sagen. ...18, 19 Runden oder so. Was? Ultra gut, finde ich. Also ich glaube, ich würde durchfahren. Gerne so Runde. Nee, nein, noch nicht durchfahren. Nein, mit nochmal Rot meine ich. Achso, ja, geht. Doch. Ja, ja das. Also wenn du jetzt also nochmal auf Rot wechseln würdest, könntest du theoretisch durchfahren, denke ich. Wenn die wechseln. Ja, also, oder? Naja, ich. Also, so fühlt sich gerade bei mir an. Ja, ja, nein, ich weiß ja nicht, wie lange die halten, aber ich rechne mir das gerade nochmal so ein bisschen hoch und so lange müsste es dann ungefähr halten, weil die sind ja jetzt gerade bei 30%. Ja, dann fahr sie noch aus. Das 50% oder so, dann kannst du an die Box. Das wäre okay, mit 50% wäre vollkommen okay. Und dann also ich glaube, ich fahre so Runde 19 oder so. 20, 19, 20, sowas geht auf jeden Fall. Jo, ich überhole gerade Verstappen. Platz 17. Ja, habe ich auch schon. Beziehungsweise überhole ich ihn nicht, weil er einfach schneller ist. Oder jetzt doch. Ach, der war gerade bei mir vorbei. Ja, voll doch, ich habe ihn jetzt überholt. Er kam bloß aus der Box raus und ich dachte, ich ziehe vorbei. Ah, okay. Und auf einmal wurde er ultra schnell. Oh nein. Also Hamilton jetzt wieder auf 2. Kostet so viel Zeit. Hamilton auf 2, Massa auf 3. Und Massa hat gelb, Hamilton hat lila. Okay, Bottas jetzt wieder auf 3, Bottas hat auch lila. Also wie gesagt, die beiden Mercedes haben die Strategie mit 3 Boxenstops, 2 Boxenstops, die was du auch ausgewählt hattest. Und sind wieder auf dem Treppchen beide. Also haben sich wieder hocharbeitet. Ey, lass mir Platz. Bist du denn verrückt, Allah? Ja, wie viel da bist du denn? Das wäre interessant. Leute, der will mich verarschen. Was? Er hat mir einfach keinen Platz gelassen. Und dann? Hat er mich in die Wand gerammt. Nicht dein Ernst. Ich muss aber nicht an die Box, deswegen, also alles gut. Aber er hat mich gedreht. Der wievielte bist du? Ich bin so lange nie. Ich bin 14. jetzt. Okay. Ich war davor. Ich wäre 11. geworden. Ja, solange du nicht an die Box musst, ist gut. Ich habe einen gelben Frontflügel, aber ich fahre noch. Ja, ja, klar, eben. Mit einem Gelb geht auf jeden Fall klar. Mir hat auch jemand geschrieben, wenn ich Rot nur auf einer Seite habe, kann man auch noch ein paar Runden fahren. Also, es ist gar nicht so tragisch. Vor allem, weil die Bots ja auch nicht so krass sind. Ja, pass auf, was du machst. Ist so dumm, einfach. Ich bin... Nach Start und Ziel kommt ja nochmal eine lange Gerade, ja, ungefähr. Ja. So, ne? Bis zu so einer richtig scharfen Kurve. Ja, ich weiß. Und ich bin die ganze Gerade genau neben ihm gefahren. Und er hat mir durchgehend keinen Platz. Ich bin immer wieder quasi auf den Rasen gekommen. Und in der Kurve lenkt er ein und lässt mir überhaupt keinen Platz. Obwohl wir die ganze Zeit nebeneinander waren. Das ist echt mies.
Also hat er dich einfach so aus der Kurve weggekickt einmal. Ja. Cool. Aber kein Problem, ich komme gleich, dann haben die alle blaue Flagge. Du zwar auch, aber... Na, ich gehe ja bald an die Box. Mann. War nicht schlimm, ich bin direkt wieder da, aber... Ja, ist halt schon nervig. Ja. Bald wieder, ich wurde wieder gerammt und ich konnte nichts dafür. Oh, immer solche Rennunfälle könnt ihr gerne mal in den Kommentaren analysieren, wer da schuld ist oder so weiter. Gerne auch reinschreiben, wenn wir schuld ja. sind. Das klar. Das natürlich dann auch gerne. Ja, ich mach das auch gerne. So aber gegen einen Fahrer und so. Hä, was macht der denn? Ja. Obwohl ich eigentlich ja quasi schuld bin. Aber ja, es ist einfach so. Man hat da ja immer, wenn man das gerade im Rennen ist, da immer nochmal eine andere Sicht drauf. Ja, eben. Hat dann nicht Übersicht und denkt, hey, man wurde immer weggerammt. Das passiert dann so schnell und ja. Ja. Das stimmt schon. So, gelbe Reifen sind auf jeden Fall eingefahren. Ich sehe dich da vorne auch, wie du da lang pähst um die Kurve. Da bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, was da gerade passiert ist. Da bist du auf jeden Fall irgendwie rausgeflogen. Grüß Gott. Willst du gleich vorbei? So sieht man oder sich wie weit wieder. Bist du weg? Ja, ja, ich kann noch ein bisschen warten. Außer du nimmst die Kurve absolut scheiße, weil du den zweiten Sektor kannst. Ja, warte. Junge! Du solltest. Ich bin extra langsam gefahren und nicht auf der Ideallinie, damit du vorbeikommst. Ja, aber du warst links und ich wollte halt rechts vorbei. Das wusste. Ja, aber. Habe ich dir irgendwas kaputt gemacht? Nee, bei mir war schon alles kaputt. Shit, Alter. Also, hab ich dir was kaputt gemacht? Ja, ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall noch klar. Oh Gott. Weil mich jetzt natürlich sehr, sehr viele Sekunden... Das hat mir quasi noch einen Boxenstopp gekostet, gerade so viel Zeit verloren. Fuck. Ja, es tut mir leid. 18 Sekunden langsamer dadurch. Ach. Das ist nicht geil. Das tut mir leid, aber wie gesagt, du warst halt links, weil du die Kurve so scheiße genommen hast. Und ich wollte in der Kurve ja quasi eng fahren, um da schneller an dir vorbeizukommen. Dann ziehst du aber mal rechts. Ja, weil ich der Platz ich habe halt auch wollte. Gebremst und in die andere Richtung gelenkt. Aber das hat halt nichts mehr gemacht. Ich bin auch zum Glück nur mit einem Frontflügel nicht rein, weil ich eben gelenkt habe. Aber ja, ich muss damit durchfahren. Ich kann damit jetzt nicht an die Box. Es ist nicht so schlimm. Ja, wenn das funktioniert. Da ist ein gelber Frontflügel, also ich denke nicht, dass da Probleme geben sollte. Aber da jetzt nochmal an die Box. Nee, das mache ich nicht. Wie startet man denn hier aus der Box, ey? Weißt du, mein Boxenstopp-Typi lässt mich frei und ich fahre erstmal auf dem Rasen. Lol, Bottas ist vor mir. Halt die mal auf. Die holen tatsächlich auf, ne? Das ist voll komisch. So schlecht sind meine Runden gar nicht. Die holen aber auf. Ich meine, die haben halt andere Reifen. Die haben lila Reifen, ich habe gelbe. Aber trotzdem. Nein, die holen vor allem auf, weil wir gerade ja, ein Spielchen zusammen hatten. Das war nicht so krass. Das war, glaube ich, für mich 1,9 Sekunden oder so schlechter. Das geht. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. In die Box oder so. Ja, der braucht nur ein bisschen. Also fährt tatsächlich nochmal. Die fahren noch mal. Ja, dann müsste noch mal an die Box gehen. Ja. Aber ich weiß halt nicht wann. Leider nicht jetzt, weil ich muss ihn jetzt überholen und muss wieder den blauen Flaggen wegfahren. Das ist doof. Naja. Boah, ich hätte ihn wieder fast weggegangen. Ich hasse Überholmanöver echt. Vor allem, wenn die blaue Flagge haben und sie trotzdem keinen Platz machen. Ja, das kenne ich. Ich wäre ihm halt wieder, ich musste so hart bremsen und in die Kurve reingehen. Sonst wäre ich ihm voll drauf gefahren. Ich könnte dir eigentlich nerven, wenn ich hinter denen die ganze Zeit fahre, dann bekommen die irgendwann eine Strafe. Einfach mit Absicht hinter denen fahren. Und nicht überholen. Oh shit. Nicht gut genommen. Ups. Ich bin vor Bottas. Oh, hier fahren wieder ein paar in die Box, sehe ich. Ja, also zumindest kommen ein paar aus der Box raus. Zwei Leute oder so. Noch ein lila Sektor. Oh, hier sind so viele vor und hinten. LOL! Was ist jetzt schon wieder?
Ach, Game! Jo, Master. Ich hatte rote Reifen eingestellt und was habe ich für Reifen bekommen? Gelbe Reifen. Ernsthaft? Leute, ihr könnt es in der Aufnahme sehen, es war auf rot eingestellt und ich merke das jetzt erst. Oh, lol, was? Du bist locker in der Sekunde schneller. Oh, hier steht wieder einer draußen. Hier hat es einen weggefetzt. Keine Ahnung, wer es ist. Hamilton war in der Box. Bottas fährt nächste Runde. Aber als ob du... What the fuck? Als ob du Dings hast. Boah, hier ist... Oh mein Gott, ist hier ein Chaos. Hier ist Eriksen. Den überrunde ich gerade zum zweiten Mal. Und hinter ihm war Platz 9, den ich auch jetzt zum ersten Mal überrunde. Also Platz 9 musste mir Platz machen und Eriks musste Platz 9 und mir Platz machen. Das war gerade irgendwie crazy. Aber du bist ultra die gute Runde gefahren. Mit gelben Reifen, what the fuck, wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Ich fahre die ganze Zeit mit gelben Reifen und kann das nicht. Oh, ich kann auch mal auf Fett stellen. Ich habe ultra viel Plus. Sehe ich gerade. Also Bottas fährt jetzt gleich. Hamilton ist gefahren und ist immer noch Dritter. Und Bottas fährt jetzt gleich. Ich hole mir rote Reifen. Fährst du nochmal? Was ist passiert? Wehrlein, Mann! Ja. Oh, komm. Weißt du, ich will an ihm rechts vorbeifahren. Ja. Wo die Boxeneinfahrt ist und er so, nein Digga, ich will auch dahin. Und er fährt mir voll vors Auto. Ja, das hast du bei mir gerade auch gemacht. Oh, geil. Das ist nicht geil eigentlich. Oh Gott, du musst doch in die Punkte, was machst du denn? Mann, wir wollten doch beide aufs Treppchen. Mehr Konzentration. Jetzt regnet es schon nicht mehr. Und jetzt... Sowas. Leute. Für Großbritannien nehmen wir nochmal extra viel Mühe gleich. Ja, Großbritannien wird aber auch. Also wir nehmen jetzt Dingens hier Österreich und Großbritannien wieder hintereinander auf. Also wir haben Großbritannien mal kurz getestet gerade vorhin. Uiuiui. Das wird wieder kritisch. Junge! Wie fahren diese scheiß Bots, Alter? Ich finde das eigentlich voll schade, weil ich finde eigentlich, Österreich ist echt eine coole Eben, Strecke. Das hat mich jetzt echt gewundert, dass das bisher so, ja. Ich fahre ja eigentlich, ich fahre ja auch gute. Ja, du bist beste Runde gefahren und ich hole die nie im Leben auf. Ich fahre fett und fahre schlechter, deutlich schlechter. Ich bin halt zu asozial beim Überholen. Aber hast jetzt rot wieder. Und ich wurde gerammt. Ja, jetzt habe ich rot. Okay, dann steig dich bitte an. Dankeschön. Ja, mache ich. Ich will, dass du wenigstens in die Punkte kommst. Du bist letzter. Ja, ne? Es sind ja noch genug. Nein, bin nicht? Nein. Okay, wie viel da dann? Hallo? 17. Okay. Ja, doch, du bist letzter. Und nächste. Nein. Vorletzter. Nein, zwei sind, glaube ich, rausgeflogen. Das kann gut sein. Ich bin jetzt vorletzter. Auf jeden Fall. Ja, passt schon. 16. Ja, nice. Kriegst du auf jeden Fall hin. Also Punkte, bitte. Also Hamilton und Bottas sind halt wieder hier. Hamilton und Bottas sind wieder hier. Force India ist auch wieder hier. Und hier fährt einer wieder langsam. Eriksen. Hättest du es gerade sehen müssen. Wir waren gerade drei Autos und ich fahre in der Mitte an beiden vorbei. Oh. Ja, ich schaue mir das so Folge Angst. An. Aber ich hatte so Angst einfach. Hast du gezittert? Ich habe richtig gezittert. So, aber ich meine, macht trotzdem Spaß auch. Lohnt ich hatte das? Am Anfang aber ultra Angst, hab's überstanden mit Lila im Regen und so. Und ich hab jetzt auch. Gerade wieder gesprungen. Mit dem Gelb. Es gibt zwei mit Stellen. Mit dem gelben Frontflügel fahre ich wahrscheinlich auch schlechter. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran. Ja. Es gibt zwei Stellen auf der Strecke, wo die Abweiser so hoch sind, wenn du da nicht mit einem Reifen drüber fährst, sondern die Mitte des Autos den trifft, dann springt man ein bisschen. Was? Ich scheinbar. Hab ich jetzt schon zweimal gemacht. Gott. Läuft. So, wahrscheinlich also wie gesagt, geht jetzt keiner mehr an die Box. Punkte. Also wie gesagt,
Das wär echt geil. Ich überhole gerade Platz 6. Platz 5 ist auch direkt hier. Jo, Platz 5 auch überholt. Ja, ich habe schon Platz 5. Zum zweiten Mal. Zum ersten. Platz 5. Ja, what the fuck. Wie krass soll ich denn bitte fahren? Nee, Platz 5 jetzt zum ersten Mal überrunde. Ja, warst du nicht schon mal weiter? Nein, hä? Boah, was ist das? Ich hab dich zum zweiten Mal überrunde. Ich hab gerade einen auch zum zweiten Mal, glaube ich, schon überrundet. Wer? Irgendwer war da gerade so Eriksen. Langsam, dass... Eriksen war gerade vorhin ultra langsam wieder. Er hat wieder Probleme mit dem Auto gehabt oder so. Fährt auch einer in der Box? Ja, das ist Eriksen, ja. Eriksen fährt gerade auch in die Box. Jo, ich verstehe immer noch nicht, wie du die schnellste Runde gemacht hast. Also es kann nur an dem Frontflügel liegen, weil meine halt beschädigt ist. Aber ich fahre gerade gar nicht so scheiße und bin einfach 1,5 Sekunden schlechter als du. What the fuck? Du hast die gelben auch gehabt, die gelben Reifen. Ja. Komm mal an die Zeit gerade auch nicht mehr ran. Also was heißt, ich komme nicht mehr ran, ich fahre... Ja, genau. Wobei ich ja auch ab und zu überhole, aber ist halt so blaue Flagge, zack, vorbei und Schluss. Na, ja, bei mir keine blaue Flagge, aber zack, ich versuch's trotzdem. Ja, ich versuch's zumindest. Oh, lila Sektor. Alter. Du hast dich selbst getoppt. Noch nicht. Also doch, in dem einen Sektor schon, ja. Ich komm. Sogar minus 200. Ich komm hier auch wieder an den Wehrlein ran. Ich komm gerade an Bottas ran, mal wieder. Bottas ist vor dir? Ja, leider. Oh, 0,42 langsamer. Ich hätte die Zeit beinahe getoppt. So, jetzt ist Bottas nicht mehr vor mir. Das ist ärgerlich. Beinahe die Zeit noch getoppt. Ja, ist egal, das heißt aber zumindest, dass ich wirklich ziemlich gute Runden fahre. Also wenn du die Zeit fast getoppt hättest, bist du 1,5 schneller wie ich, was auch immer. Und wenn du gerade an Bottas vorbei bist, dann überrunde ich den ja gleich. Ist ja witzig. Grosjean ist auf 4. Was ist der für ein Team? Haas oder so? Also irgendwie irgendein unbedeutendes. Warum ist der auf Platz 4? Den finde ich gut. Ja, weiß ich nicht, aber das finde ich gut. Ja, tatsächlich. Das heißt, dieses Dings da, was du gerade gesagt hast. Das ist ein Red Bull oder so, dann nicht so weit vorne. Ja, auf 4, also Ocon, also das ist ja von Force India, glaube ich. Der ist auf 5. Also okay, Red Bull ist wahrscheinlich 6. Momentan. Ja, dass der da 5 ist, ist doof, ich weiß, aber... Also ich komme jetzt tatsächlich an Bottas ran, dann läuft. Platz 3 überrunden. Als erster kann man mal machen. Werde ich wahrscheinlich noch schaffen hier in den Runden. Wenn ich mal ein bisschen nachsichtiger und vorsichtiger fahren würde, dann würde ich das auch machen. Ey, scheiße. Nervt mich. Ich bin einfach mit dem Gas... Zu schnell auf dem Gas manchmal noch. Zu unerfahren. Aber es bessert sich schon. Leute, ihr wisst Bescheid. Also die Saison fahren wir natürlich auf jeden Fall fertig. Es wird jetzt ultra viel F1 kommen wahrscheinlich. Ja, das ist... Denn am 24... Cool. Ja, ist ganz cool auch. Da können wir... Es macht auch Spaß auf Training auch für die nächste Saison. Das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Am 24. August kommt nämlich das neue F1 raus. F1 2018 heißt es. Also nicht 2019, dass ihr Bescheid wisst. Ja, das kommt auf jeden Fall raus und wird mega, mega nice. Und da werden wir natürlich auch wieder eine Saison, mindestens eine Saison mal fahren. Das wird ultra nice. Und das ist dann ein bisschen Training hier quasi für. Und nicht nur Training, natürlich einfach, ja, die so eine Vorgeschichte quasi. Ne? Die erste Saison, die zweite. Vielleicht kann man ja auch wieder so am Anfang mal eine Saison komplett durchfahren. Und bevor das neu rauskommt, wieder eine Saison fahren. Irgendwie witzig. Aber ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Aber auf jeden Fall quasi ohne Pause im direkten Wechsel die beiden Spiele, weil ja, das ist wirklich relativ knapp und so mit dem Release. Und da habt ihr jetzt sehr, sehr viel F1. Und dann kommt nochmal mehr F1. Hey. Hey. Ja, quasi würde ich zum richtigen Zeitpunkt das Lenkrad gekauft. Ja, ein bisschen knapp. Ja, knapp, das stimmt. Ein bisschen knapp, ja.
Aber hey. So, mir wird auch gerade wieder ultra warm. Also müssen auf jeden Fall vor dem anderen Rennen kurz eine kleine Pause einlegen. Dagegen habe ich gar nichts. Das ist echt warm wieder hier. Drei Bildschirme, ja, Hilfe. Auf dich scheint auch noch eine Lampe. Leute, also ja, ich will unbedingt eine Facecam, habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Aber ja, es ist wirklich, also wenn mich da hier zwei Softboxen anstrahlen, jetzt auch noch. Ey Leute, ich werde so sterben. Die Lampe produziert ja zum Glück zumindest nach vorne hin keine Wärme. Also tatsächlich, die ist sogar Lüfter gekühlt, also die hat einen eigenen Lüfter drin. Als ob. Aber doch. Aber also die ist ja wirklich riesig, das ist ja, hast du ja gesehen auf dem Bild. Und die ist. Das ist wirklich riesig. Ich habe ja auch nur eine von den dreien jetzt an dafür. Das reicht. Ja. Deswegen kaufe ich mir meine Kamera erst, wenn der heißeste Sommer rum ist. Dass ich die so... Wirklich unangenehm. Also ohne Spaß, also wenn ich die jetzt dann ja quasi das erste Mal in Betrieb nehme, die Kamera, und das erste Mal mit Facecam und so, also es dauert für euch noch ein bisschen, das ist klar, aber wenn ich das irgendwann soweit bin, dann ist der Sommer ja fast rum. Das ist nice. Im Winter oder Frühling oder so stelle ich mir das ja nicht schlimm vor. Ich finde ja Sommer eigentlich immer ganz geil, aber arbeitstechnisch muss ich echt sagen, freue ich mich schon auf kältere Tage. Also vor allen Dingen, also, auch lieber wobei auch in echt, so. Draußen so 30 Grad finde ich auch unangenehm, aber wenn es so knapp über 20 Grad, das ist immer so, finde ich, die perfekte Temperatur. Sonne, knapp über 20 Grad, ja, perfekt. So 24 ist tipptopp, finde ich. Das ist nice, Leute. Ja. Aber halt so 30 Grad ist dann schon... Wird schon echt too heavy, finde ich. Aber ich komme nicht am Bottas ran, was ist das? Beschwer dich mal nicht, ja? Ja, wo bist du denn? Ich bin Platz 15, habe jetzt einen Verstappen, ist direkt vor mir. Da musst du dich aber echt beeilen. Junge, da hast du nicht mehr viel Zeit. Ja, noch gute drei Runden. Alles, ich fahre richtig gute Zeiten. Ich eigentlich nicht. Ach ja, ficken. Hast du mich einmal überrundet? Oder welche Runde bist sicher? Du? 30. Ja, ich bin 32. Okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich stelle auf Fett. Zwei Runden, ja. Du musst echt reinhasseln jetzt. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich fahre ab genau jetzt noch 14. Drei Runden. Noch drei Runden hast du Zeit. Wobei du es ja vor mir, also hast du vier Zeit, ne? Oder? Ja. Nee, keine Ahnung. Ich bin jetzt in 31. Ja, und nicht in 33. Bist du... Ja, dann hast du mich... Zweimal gewonnen, ja, aber wie viele fährst du jetzt dann noch? Weil in drei Runden ist es dann ja zu Ende, aber fährst du dann noch eine? Ich bin gerade zu verwirrt. Ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Egal, ich fahre auf minus 1. Nee, du kannst schon, ja, minus 1, minus 1, ja, 5, ja, passt schon. Mach einfach, überhol. So schnell geht das nicht runter. Platz 13 habe ich direkt vor mir. Du musst, also Platz 10 wird schwierig, aber es ist auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall. Und es ist bitter, bitter nötig. Wenn du so knapp jetzt am Ziel vorbei, das wäre echt scheiße. Ich motiviere dich gerade, oder? Richtig gute Motivation. Ich habe mehrere Plätze gerade vor mir. Ja, du musst sie alle überholen. Sonst hast du verkackt. Nein, Spaß. Ich habe wirklich viele Plätze vor mir. Also ich kann noch mehr als diesen einen Punkt erhaschen. Ja, ich würde es dir wünschen. Sag mir, wenn du in der letzten Runde bist. Ich bin gerade so verwirrt, wann ist denn die letzte Runde? wenn 36 bei dir oben ist. Also 36 von 36 ist noch eine Runde, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ich bin echt so dumm gerade. Leute, drückt die Daumen, dass das hier was wird. Oh nein, das ist ein Überrunder.
überrunde gerade Eriksen zum dritten oder vierten Mal so gefühlt. Scheiße. Eriksen ist, den habe ich schon dreimal überrundet. Also du wahrscheinlich zweimal, ja. Oder habe ich ihn viermal und du dreimal, kann auch sein. Mir komplett egal. Ich würde gerne Bottas überholen. Bottas zu überrunden, das wäre geil. Aber ich habe dafür ultra wenig Zeit. Das würde mein Selbstvertrauen stärken. Ich kann halt jetzt eigentlich komplett einen Fehler machen. Ich habe eine Minute Abstand zu Hamilton. Das ist eine Runde, what the fuck. Oh shit. Lila Sektor, das bringt mir aber alles nichts. Dieser doofe Eriksen, wieso war das nicht Stroll? Wie gesagt, du musst mir Bescheid sagen. Ja. Ich hoffe nämlich gerade immer noch. Ich hoffe auch noch. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich hoffe. Diese Scheiße, wieso bin ich so doof? Ja, blöd, ne? Nein. Ja, ist, Mann, ich weiß es nicht. Du musst halt, also das geht mir genauso, weil ich hab's ja nicht anders gemacht. Also ich hab's nicht anders gemacht. Man ist einfach so, man will unbedingt überholen dann, weil man auch weiß, man kann es. Und dann passieren halt trotzdem Fehler. Das ist halt nervig. Guck mal, du fährst Alter. Gute Zeiten. Ich meine, das war jetzt nicht so krass getoppt wahrscheinlich, aber fährst gute Zeiten und ja. Das ist traurig. Okay, ich fahre jetzt meine letzte Runde. Okay. Und ich habe Bottas so nah vor mir. Das wird wahrscheinlich nicht. Bitte, Bottas, ich will dich haben. Ich will dich essen zum Frühstück. Doch, doch, du schaffst das. Unwahrscheinlich. Aber du kannst ja noch eine fahren dann. Stimmt, stimmt. Ich habe ja da noch. Du machst die hier und noch eine. Gut, dass du es sagst. Gut, dass du es sagst. Und dann kannst, was ich alles sage. Ich bin direkt hinter Bottas und Hamilton. Oder ist das Hamilton? Ich weiß nicht. Aber Bottas auf jeden Fall. Ich sehe sogar seinen Namen. Nee, es ist nicht Hamilton. Kannst vielleicht auch noch was werden. Ich habe ungefähr gefühlt. Ups. Aber ich habe Bottas überholt. Ja, da war noch Kühat. Und ja, dem bin ich halt voll auf. Oh, ich kann gar nicht mehr lenken. Scheiße. Mann, ich bin Platz 11. Ich bin Platz 12 und Platz 11 und Platz 10 sind eine Kurve vor komm, mir. Komm, ich drück dir so hart die Daumen. Ja, ich hab Bottas überholt. Letzte Runde. So. Da ist die Startzielgerade. Karierte Flagge. Yes, Leute. Jawohl. Österreich trotz Regen bestanden. Mit lila Reifen im Regen. Gott, bin ich gerade glücklich. So, natürlich, jetzt direkt zu dir schalten. Schaffe ich nicht. Schaffst alles, wenn du an dich glaubst. Ich sehe sie. Ich orientiere mich gerade. Wo bin ich? Fuck. Ah, hier bist du. Ah, nee, es wird. Ah, du bist leider ein bisschen weit. Oh, das ist so. Das ist schade, ey. Ich kann zwar ein paar Bilder machen. Wenn er sich jetzt drehen würde. Ja. Also Platz 11, ja, aber... Ich hasse dem gleich, Platz 11 hasse ich gleich rein. Ja, aber das bringt halt nichts. Nee, bringt halt echt nichts. Nicht mal ihn kriegst du. Ja, hätte ich richtig, also... Fuck. Oh shit. Nee, scheiße. Fuck, Mann. Das ist ärgerlich. Weil es ist halt oft so, dass wir halt ganz weit hinten sind oder ganz weit vorne. Und dass man jetzt so knapp am Ziel, das ist echt traurig. Wieder diese doofen zwei da, ey. Aber auch ich. Sorry. Da, ja, stimmt. Jawohl, den nächsten Pokal. Ich weiß nicht, das wievielte Rennen hier das schon ist. Ich habe es gar nicht mehr überlegt. Drittes, viertes Rennen, was ich gewonnen habe. Auf jeden Fall ganz cool. Erstmal was trinken. Ja. Und wir machen eine kurze Pause und nehmen dann direkt das nächste Rennen für euch auf. Das wahrscheinlich genau. Schon, ja, nicht morgen, aber vielleicht, ja, vielleicht auch morgen, vielleicht übermorgen kommen wird. Seid gespannt und ja,
Wir probieren es ja immer noch, dass wir beide aufs Käppchen kommen. In Großbritannien wird das sehr, sehr schwer. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.